Und jetzt Jeremy. Meine Damen und Herren, TikTok, NPC, Livestreams. Amazing. Fire. Yes, yes, yes. Nie verstanden wirklich, was daran so geil ist, wenn man sich stundenlang diesen TikTok-NPC-Livestream anguckt. Also wirklich, ich sehe teilweise, haben diese Livestreams über 100.000 Zuschauer gleichzeitig. You love me, oh. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, Digga. Da sitzen 100.000 Leute vor ihrem Bildschirm, gucken sich das hier an. Fire, fire. Und denken sich nur, bist du Rasenmäher oder was? Yes, Pat. Yes, jetzt fängt die noch an zu singen, Digga. Ich verstehe hier gar nichts, Mann. Damals hat mir meine Mutter immer gesagt, ey, bitte schau nicht zu viel Cosmo und Wanda und SpongeBob, weil irgendwann wirst du genauso dämlich wie die. Mann, ich fand SpongeBob eigentlich voll cool, Digga. Der war immer lustig. Ja, vielleicht liegt es jetzt daran, dass ich YouTuber geworden bin und nicht Anwalt. Nee, aber wirklich, wenn ich mir diese TikTok-NPC-Livestreams gebe, dann merke ich einfach, wie meine Gehirnzellen schrumpfen oder einfach weniger werden. Nee, wirklich richtig geiler TikTok-Content, Mann. Nee, und für Außenstehende scheint es ja ein bisschen komisch zu sein. Es sieht so dämlich aus, Digga. Es sieht wirklich so dämlich aus für so ein paar Flammen. So, ey, Flamme, ey, Popcorn, Popcorn. Und hätte ich das vor 5 Jahren gemacht, Digga, die hätten mich doch alle ausgelacht, Mann. Und natürlich scheint es für Außenstehende ein bisschen komisch. Na, was für ein bisschen. Es ist komplett dämlich, wirklich. Muss ich niemandem was vormachen. Aber die Leute, die das machen, die verdienen damit wirklich einen Haufen. Und wenn ich sag einen Haufen, dann meine ich einen Haufen Geld. Und die Leute verdienen sogar so viel Geld, dass alte bekannte YouTuber das jetzt auch machen. Ein Gartenzwerg! Ein Gartenzwerg! Mann, die haben mal voll die coolen Videos hochgeladen. Ich habe die voll gefeiert. So 10 Arten von das und so. Digga, was kommt als nächstes, Mann? Bald macht Elon Musk und Putin solche Livestreams. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist Social Experiment oder der hat eine Wette verloren oder sowas. Der kann das nicht ernst meinen. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Naja, und weil immer mehr Leute gar keinen Bock haben, arbeiten zu gehen und lieber ihr Geld mit irgendeiner Scheiße verdienen wollen, gibt es dann auch wirklich immer mehr von diesen TikTok-NPC-Livestreamern. Pass mal auf, ich habe diesen Livestream hier gesehen und ich dachte, ey, das ist einfach nur ein ganz cooler Junge, der sitzt einfach im Bus, ey, vielleicht streamt er einfach so, vielleicht zeigt euch so, ey, was geht. Ich nehme euch heute mal mit auf meinen Tag, was ich so mache, bis ich dann gelesen habe, NPC-Livestream. Bitte nicht, Digga, im Bus, Bruder, im Bus. Wo sind wir angekommen? Im Bus. Und auf einmal fängt er an. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war nicht, sind eigentlich die ganzen anderen Fahrgäste mies abgefuckt von dem? Sag mal, kannst du mal jetzt mal deinen Sabbel halten? Sondern, was ist, wenn der Busfahrer eigentlich mal eine Vollbremsung oder sowas macht? Der Typ fliegt doch durch die Windschutzscheibe durch. Naja, und so ähnlich ist es auch passiert. Wir haben gesagt, lass uns das, oder spalt sie gleich aus. Alles gut. Die Vollbremsung hat mir nichts ausgemacht. Ich habe hart dafür trainiert. Alles gut. Die Vollbremsung hat mir nichts ausgemacht. Ich habe hart dafür trainiert. Bro, hättest du mal lieber deine Gehirnzellen trainiert, wirklich. Bruder, das ist ein Bus und kein Spielplatz. Bruder, in dem Bus ist einfach ein Verkehrsmittel, mit dem du von A nach B fährst, in dem du dich, keine Ahnung, zu benehmen hast, dich hinzusetzen hast, dich festzuhalten hast. Genau, dass eben sowas hier nicht passiert. Ich habe keine Ahnung, ob der Busfahrer jetzt mit Absicht eine Vollbremsung gemacht hat oder nicht. Aber ich frage mich wirklich, was wäre passiert, wenn es wirklich kurz vor knapp vor Unfall gewesen wäre und der Busfahrer wirklich eine komplette Vollbremsung durchziehen müsste. Der wird fliegen, der wird wirklich fliegen. Du kannst auch in einem normalen Ton sagen, muss keine Vollbremsung machen. Und die da auch wirklich, die das gerade gesagt hat, muss keine Vollbremsung machen. Bruder, was ist eigentlich los, Alter? Wirklich, da ist einfach ein Typ, der hampelt in dem Bus rum, der nimmt diesen Bus auseinander, als wäre es ein Fitnessstudio. Nee, Mann, du musst keine Vollbremsung machen. Also, wenn ich Busfahrer wäre und jemand würde meinen Bus so durchdrehen, ey, ich würde ihm einfach sagen, verlass bitte den Bus. Das hat der Busfahrer dann auch gesagt. Nein, du hast gewonnen. Ich rufe die Polizei. Komm nicht weiter. Ja, was willst du sagen? Was er sagen will, dass du dich nicht an die Gesetze hältst. Ich wollte gerade sagen, an die Anleitung des Busses. Oder was für Anleitung, Alter. Ich habe wirklich damals zu viel SpongeBob geschaut. In dem Bus musst du dich festhalten. Du musst dich am besten noch hinsetzen. Genau, dass sowas nicht passiert. Der Typ, der hampelt da einfach rum. Ich nehme Platz. Sogar der eine sagt schon, geh mal raus jetzt, Real Talk. Die ganzen Mitfahrer sind einfach mies abgefuckt von dem. Ey, aber kann er nicht den Schnabel halten? Dieser eine Typ da, der redet die ganze Zeit bla 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 bla, Leute. So
Das macht mich alles fertig, Digga. Das macht mich wirklich alles fertig. Und nicht nur den Busfahrer triggert so ein Verhalten, sondern auch einfach andere Fahrgäste. Was völlig verständlich ist. Gang. Sag mal, kannst du mal jetzt mal dein Sabbel halten? Weil 10 Zuschauer, die 12 Jahre alt sind, alle heiß. Deinen 10 Zuschauern, die 12 Jahre alt sind. Ich glaube, hier hat er gerade nachgeguckt, wie viele Zuschauer er wirklich hat. Spoiler, es waren wahrscheinlich 7. Bro, ich telefoniere nur. Ja. Anscheinend brauchst du einen Psychiater, Alter. Digga, also wirklich, frag mich auch wirklich, wie man auf so eine Idee kommt, in dem Bus so einen Livestream zu machen. In dem Bus ist meistens immer alles eng. In dem Bus laufen Leute vorbei, Leute wollen raus, Leute wollen rein, ja, und der Typ, Gang, danke für die Rose, Bruder, Alter, wirklich, wird da so durchdrehen, Digga. Wäre ich Mitfahrer, ich würde da so durchdrehen. Also, real talk, der belästigt doch einfach andere Fahrgäste. Und dann beschwert er sich beim Busfahrer, ja, okay, die Vollbremsung war jetzt vielleicht nicht der richtige Weg, aber er beschwert sich beim Busfahrer, warum er rausfliegt oder warum er die Polizei rufen möchte. Schalt mal deine 3 Gehirnzellen an. Ich denke mir jeden Tag auf TikTok, es kann nicht schlimmer sein und es wird jeden Tag schlimmer und schlimmer. Mal abgesehen davon, dass Simons mit YouTube aufhören wollte und jetzt doch weitermacht. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch Netto TikTok Casting 2023. Na, zeig doch mal, wie cool sowas sein kann. Na los, auf Lock! Du hast nichts zu sagen, so viel Alkohol im Magen und ich nehm sie mit in den All-White-Whip.